alles um die Magen dreht. Und sich alles um die Magen dreht. Wenn sie ihre heißen Dirndln zeigt. Wenn sie ihre heißen Dirndln zeigt. Und wir Burschen uns die Augen rein. Und wir Burschen uns die Augen rein. Auf geht's, jetzt ist wieder so weit. Auf geht's, weit wird nichts bereut. Komm, sag mal nur ein bisschen nie, bis ein bisschen wissen, rock mich halt noch. Tanz mal mit dem Schieber oder was ist der lieber, rock mich halt noch. Schau mich in die Nacht, kleine, du bist ein ganzer Feine, rock mich halt noch. Tadium, Tadium, bis der Tanz vom Kopf. Jedes Mädel greift sich einen Mann. Jedes Mädel greift sich einen Mann. Jodl kocht in uns des Wahnsinns Blüten. Jodl kocht in uns des Wahnsinns Blüten. Weil's ja jeder halt noch wissen will. Weil's ja jeder halt noch wissen will. Auf geht's, jetzt ist wieder so weit. Auf geht's, mein Bild ist bereut. Sag mal noch ein bisschen lieb, ist ein bisschen wissen, rock mich halt noch. Tanz mal mit dem Schieber, oder was ist denn lieber, rock mich halt noch. Schau mich in die Augen, kleine, du bist der ganze Feine, rock mich halt noch. Tadium, Tadium, bis der Tanz von Kocht. So, jetzt alle! Komm, sag mal noch ein bisschen lieb, ist ein bisschen wissen, rock mich halt noch. Tanz mal mit dem Schieber, oder meine sehr geschätzten Damen und Herren, liebe Volkstv-Zuseher, das ist der Kaiserbier-Stammtisch Nummer 4, das große Finale. Und neben mir sitzt jetzt ein großer Künstler, ein großer Mann, der Horstl. Captain Klug und seine Zwergsteirer, die sind heute ebenso nach Salzburg angereist, obwohl ich jetzt was sagen müsste, weil man euch ein bisschen auf Facebook verfolgt. Viel daheim seid ihr zurzeit sowieso nicht, oder? Nein, momentan nicht. Ich bin ja in der glücklichen Lage. Daniel, ich bin ja Papa seit 5,5 Monaten und mein Sohn, der ist wirklich zugänglich für jeden. Und bei mir ist eigentlich das Einzige, dass er fremdelt, wenn ich heimkomme. So beginnt ein tolles Interview, wenn unsere zwei Mamas, wenn ich das so sagen darf, das zu Hause sehen, na bravo. Frage nicht, was in 20 Jahren los ist. Horstl, Captain Klug und seine Zwergsteirer sind sehr fleißig unterwegs, das haben wir erwähnt. Und vor allem waren sie sehr fleißig im Winter. Après-Ski bedeutet Hochsaison, oder? Genau, unser Wohnzimmer, sage ich immer, im Winter ist Schladming, die Planei, die Schafalm. Da sind wir, bin ich ja seit 16 Jahren eigentlich mit meinen Musikern zu Gast. Wir sind Freitag und Samstagnachmittag immer beim Après-Ski und das ist eigentlich das Leben für mich oder das, wie soll ich sagen, die Umgebung für mich, wo ich mich wohlfühle mit der Musik. Après-Ski, Party, Gaudi, drei Titel auf die Bank und dann geht es 3 Stunden rund. Das ist halt meins. Jeder macht das, was er kann, was er gern macht. Und wie gesagt, das ist halt mein Leben. Party, Après-Ski und das hat sich halt entwickelt im Laufe der Zeit, dass wir in die Richtung gespielt haben. Früher haben wir auch Tanzmusik gemacht und in alle Richtungen machen wir heute auch noch. Aber es bewegt sich halt alles in die Richtung und ich bin ganz froh, richtige Musiker dazu zu haben. Okay? Die Musiker könnten wir jetzt namentlich ganz kurz erwähnen. So viel Zeit nehmen wir uns einfach. Horstl, bitte. Ja, und zwar habe ich wirklich Profis an den Geräten und Profis jetzt unter Anführungszeichen. Sie haben ja früher Berufsmusiker gespielt. Die Alpenrebellen, die ehemaligen Alpenrebellen, der Christian und der Kurt Keindlbauer aus Eisenetz, die Zwillinge kennt man, glaube ich, heutzutage noch immer. Also, und dann der Manfred Mulei aus Rosenthal in der schönen Weststeiermark an der Trompete. Das sind halt legendäre Musiker, muss ich sagen. Und auch Musiker mit Herz, mit Bauch, mit Gefühl. Es ist einfach lustig, mit Leuten spielen, mit Profis zu spielen. Und Profis meine jetzt nicht beruflich Musiker, sondern einfach Profis durch und durch, die die Musik im Blut haben. Und das haben sie. Und da ist schon das nächste Stichwort, Musik im Blut. Wir haben jetzt seit neuestem einen Oberösterreicher dabei. Wir sind nicht mehr sortenrein auf Deutsch gesagt. Und zwar der Flo Daxner mit Steirer Blut in den Adern, der Keyboarder und Harmonikaspieler der ehemaligen Gruppe Steirer Blut. Und ich muss sagen, das ist eine sehr interessante Mischung. Und wir sind sehr erfolgreich unterwegs. Und vor allem, wir haben immer einen Riesenspaß und der Gaudi. Und ich glaube, das kommt bei unserem Publikum ganz gut um mich.
Und ein Riesenspaß war zum Beispiel auch eure Fanreise nach Kroatien. Da durften ja wir eine tolle Sendung draus machen, besser gesagt meine Kollegin. Und jetzt habe ich im Internet gesehen, auch 2020 geht's ja wieder auf Reisen. Ja, das ist richtig. Ein bisschen ein Rückblick. Wir waren auf der Insel Brač. Mein Wunsch war, dass wir einmal Après-Ski am Meer machen. Ja, wie macht man das? Es ist heiß, 30, 35 Grad. Einen Schnee sollte man mit haben, ein bisschen eine, wie soll ich sagen, Dekoration und so weiter. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, wir lassen das erste Mal schneiden am Goldenen Horn. Und das habe ich verwirklicht. Wir haben Schneemaschinen gekauft, wir haben Kostüme mitgehabt, Schafe von der Schafalm und so. Wir haben schneien lassen am Zlatni Rat, am Goldenen Horn. Und das war einzigartig. Und was da am Strand angegangen ist, das war wirklich unglaublich. Weil du kannst dir mal vorstellen, die liegen da alle rundherum am Strand. Die Leute, vor mir geht es mit Après-Ski-Musik los und dann schneit es. Also die sind zusammengelaufen, unglaublich. Als wir, wenn da ist ein Weltwunder passiert war. Aber wie gesagt, und die Idee habe ich mir schützen lassen, das Après-Ski am Meer, Beach Party, und das möchten wir weiter machen. Nächstes Jahr sind wir allerdings mit vielen bekannten Künstlern, wie zum Beispiel dem Semino Rossi, dem Gigi Anderson, dann haben wir die Runden Oberkreiner mit dabei, dann die Geschwister Hoffmann, genau, und viele andere auch, mit denen wir gemeinsam in Novigrad im April nächstes Jahr ein bisschen auf unsere Art und Weise dann Après-Ski feiern. Also da gibt es Schlager, Party, Musik und Après-Ski mit Captain Klug und den Zwergsteirern am Meer im Novigrad diesmal. Und 2021 haben wir schon ganz was Krasses geplant, und zwar sind wir da am Kreuzfahrtschiff. Da gibt es Après-Ski am Kreuzfahrtschiff. Es wird auch ganz was. Allerdings das erste Mal, ich habe jetzt ein bisschen recherchiert, Après-Ski hat es noch nie gegeben am Kreuzfahrtschiff. Es hat schon so viele Kreuzfahrten gegeben. Und da werden wir natürlich auch eine zweite Musikgruppe und einen Künstler mitnehmen. Und was mich ganz besonders freuen würde, wenn die Idee vielleicht auch VolksTV aufgreifen würde und uns begleiten würde, seid herzlichst dazu eingeladen. Wenn ich euch bitten darf, seid mit dabei bei der ersten Après-Ski-Kreuzfahrt mit Captain Klug und die Zwergsteirer, allerdings erst 2021. Das kann ja lustig und heiter werden. Die allerletzte Frage, lieber Horstl, wir befinden uns hier ja in einem tollen Skigebiet. Was ist für dich eigentlich dennoch schöner? Das weite, weite, weit entfernte Meer oder sind es dann doch die heimigen Berge? Die Gegensätze des Après-Ski am Meer ist natürlich ganz was Interessantes, aber es ist natürlich ganz schön wieder, wenn man zurück heimkommt. Und heim meine ich jetzt auch in unserer Region, in der Weststeiermark, auch deine Heimat, meine neue Heimat. Ich bin ja Obersteirer, gebürtiger aus Mautern in der Steiermark, habe mich jetzt aber da in Hitzendorf niederlassen, fühle mich sehr wohl zwischen den Weinreben und Buschenschenken, ich muss sagen, geht dort auch jagern, ist auch mein großes Hobby. Und ich bin sehr naturverbunden, das habe ich von meinem Vater mitgekriegt und auch von meinem Opa, der mir mit 4 damals eine Harmonika gekauft hat. Seit meinem 4. Lebensjahr spiele ich Harmonika. Und dann habe ich mit 10 Jahren begonnen, Blasmusik zu machen. Mit 13 bin ich das erste Mal mit einer Band auf die Bühne gestiegen. Das heißt, ich habe nächstes Jahr, jetzt könnt ihr euch ausrechnen, wie jung oder wie alt das ich bin, nächstes Jahr mein 40-jähriges Bühnenjubiläum. Und auch der Christian, der Kurt und der Manni von den ehemaligen Alpenrebellen, die haben auch ein 40-jähriges Bühnenjubiläum nächstes Jahr. Da wird es sicher auch eine große Party geben. Wir werden es sogar vielleicht verbinden mit der Musikreise in Novigrad am Meer. In diesem Sinne haben wir jetzt genug Gründe genannt, um anzustoßen. Herzlich willkommen in der Weststeiermark. Vor allem schön, dass du da bist. Danke, Horstl. Prost. Bis der Kaiser. Genau. Gesundheit.